Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Der Tag. Wir haben eine Eisenmine. Wofür brauchen wir mehr? Also, wir können uns absolut sicher sein, aus dieser Richtung wird er kommen. Na gut, nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Setzen wir 6 Türme hier hin und die kümmern sich dann um alles, was über die Nordflanke kommen möchte. Fertig, Meister. Sehr gut. Ausbau fertig. Gut. Guten Tag. Der Bürgermeister hat gesagt, ihr kennt euch gut in diesem Gelände hinter dem Osttor aus. Ich bin dort schon jahrelang tätig gewesen. Da habe ich jeden Winkel kennengelernt. Vor und in der Festung. Da könnt ihr mir sicher Hinweise geben, wie wir unerkannt dort weiterkommen. Das nähere Umfeld der Festung wird streng überwacht. Kommt in den Kontrollkreis der Festung und greifen euch die Wachen an. Weiter entfernt von der Festung ist man ziemlich sicher. Außer den Wachen gibt es keine anderen Truppen. Ja, Baldur fühlt sich sehr sicher in der Festung. Deshalb greifen seine Festungstruppen erst an, wenn ihr zu nah an seine Burg kommt. Ich verstehe. Abstand halten bringt Sicherheit. Ja, haltet euch fern von der Festung. Und geht möglichst nur kleinen Gruppen durch das Gebiet von Baldur. Und wie kommen wir dann weiter? Geht nach Westen und dann dicht am Fluss entlang. Da kommt ihr an eine Brücke. Da die dicht an die Festung liegt, müsst ihr dort besonders vorsichtig sein. Hinter der Brücke am anderen Ufer seid ihr erstmal in Sicherheit. Dort ist es friedlich. Und wie geht es dann weiter? Da kenne ich mich nicht genau aus, aber ohne weitere Kämpfe bestimmt nicht. Diese Hinweise helfen uns gut weiter. Wir wollen vorläufig möglichst einen Kampf mit diesem Baldur vermeiden. Das ist gut so. Die Festung dort ist uneinnehmbar, sagt man. Ah, das glaubst du. Uneinnehmbar, sagt ihr? Ah, jedenfalls, wenn man keine Schwachstellen kennt. Soll es aber auch geben. Woher weiß man das? Kennt ihr diese Stellen? Leider nein. Es gab da einen Burgverwalter, der die Baupläne kannte. Der ist in Ungnade gefallen und geflüchtet. Wirklich, dass euch das auch weiterhelfen kann. Und wo finden wir den? Keine Ahnung. Der hat sich wohl einen sicheren Aufenthaltsort gesucht. Würdet ihr uns bei der Suche unterstützen? Ja, gerne. War schon lange nicht mehr unterwegs. Ihr habt eine neue Bonus, Kunchi. Okay, das ist der Kontrollkreis der Festung. Ja, diese Festung zu bestürmen, das kann ich am puren Gelände hier schon sehen, wäre eine absolute Plage. Aber es gibt Schwachpunkte. Von hier unten, da kann man da hochschießen. Kann man über den. Ja, man kann wahrscheinlich über den Berg da reinkommen und sich daran bewegen. Jawohl. Na gut, wir müssen dann hier rüber. So, Aufträge. In dem vor euch liegenden Gebiet liegt die Festung von Ritter Baldur. Sie soll fast unbesiegbar sein. Nördlich am Fluss gibt es eine Brücke, die in ein sicheres Gebiet führt. Es gibt einen Burgverwalter, der ist in Ungnade gefallen und geflüchtet. Er versteckt sich in einem sicheren Gebiet. Da sein Leben bedroht ist, wird er euch sicher helfen, wenn ihr ihn findet. Sucht ihn unbedingt. Um nicht vorzeitig in Kämpfe verwickelt zu werden, haltet euch so weit wie möglich entfernt von der Burg von Baldur im Osten. Die Macht von Quicksave wird uns hierbei helfen. Natürlich, aber gern. Einmal ausbauen, damit wir die Reiterei durchforschen dürfen. Hey, lass das sein. Holz öffnen? Ja. Tor wird geöffnet. Ausbau vollbracht. Wir speichern. Komm schon. Danke. In Ordnung. Wenn ihr meint, für euch doch immer. Es hört natürlich immer Banditen hier rumlungern, nicht wahr? Flieg und zeig uns, was du siehst. Aber sicher doch. Jawohl, dafür sind wir genau die Richtigen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Der Tag der Okay, ich sehe es. Steuern und Sorgen. Über die Berge haben wir wahrscheinlich einen relativ guten Weg, um zu Baldur rüberzukommen. Wie ihr wollt. Mit Vergnügen. Gerne. Jawohl. Gerne. Ja. Seht durch mein Fernglas. Das sieht zumindest auch. Okay, ohne Kiste. Gut. Da kommen wir nicht dran. In Ordnung. Natürlich. Ja. Jawohl. Ich Schub. Zeige euch. Nicht Schub. Gucken. Seht her. Ich wollte gerade sagen, der Schub reißt mich ein bisschen mit. Natürlich.
Seht her. Mit Vergnügen. Ich zeige euch den Weg. Also ja, hier durch die Berge. Wie ihr wünscht. Also, können wir den schon freisprengen? Ja. Nein, gut. Das kommt erst später. Aber das ist der Weg. Seht her. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Der Tag der Abrechnung. Hier gibt es auch einen Gang, der interessant aussieht. Gerne. Der Kontrollkreis ist, glaube ich, von diesen Pfählern. Ja, diese Pfähle hier. Ja. Die drücken den Kontrollkreis aus. Solange wir den nicht betreten, ist alles gut. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Ja, mit Vergnügen. Jawohl. Natürlich. Ich zeige euch den Weg. Seht her. So, das heißt, wir kommen in dieses Land. Für euch doch immer. Und schlagen den Jungen einfach zusammen. Gerne. Weil er es nicht anders gewollt hat. Jawohl. Aber er hat seine Grenzen hier angesetzt. Und bleibt schön brav in seiner Festung, wo er nichts tut. Wo er schön brav ist. Niemandem wirklich zu nahe tritt. Ja. Seht her. Aber er wohnt hier. Und das ist inakzeptabel. Dort oben im Baum. Ja, gerne. Vorsichtig. Okay, man kann hier durch die Berge zur Brücke. Natürlich. Ich zeige euch den Weg. Hier haben wir einen Wanderer. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich weiß halt nicht, wie stark Baldur aufgestellt ist. Wenn er überhaupt Kanonen verfügt, dann ist es blöd. Schaut in die Ferne. Jawohl. Ja. Mit Vergnügen. Gerne. Ja. Jawohl. Natürlich. Ich zeige euch den Weg. Gut. Okay. Da ist die Sache. Zum Dorfzentrum würde ich schon gerne kommen. Seht her. Für euch doch immer. Ja, aber sicher doch. Eure Arbeiter bezahlen ihr. Also, wir haben ja diesen Posten hier. Ich schaue gerade, ob ich ausmachen kann, wo die Grenzpfeiler hier alle standen. Schaut in die Ferne. Also, dieses Tor ist für den Weg zu Baldur hoch. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Was meint ihr, wie die agieren? Meint ihr, die versuchen, zu unserer Stadt rüberzukommen? Oder die versuchen... Oder meint ihr, die versuchen, uns auf anderen Wege irgendwie was anzutun? Wenn wir hier diesen ganzen Gang mit Türmen zupflastern, können wir die Armee vielleicht da hinten irgendwo im Wald verstecken. Dann kann Baldur uns erstmal gar nichts. Alternativ können wir den Weg hier mit Türmen zupflastern und der muss eine längere Strecke zurücklegen, um uns zu erreichen. Als das. Ich denke, wir belegen den Weg hier mit Türmen. Muss. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Wenn ich erwäge, dass wir unsere Armee einfach im Zweifel hier im Wald verstecken können, er rennt raus und wir haben dann freie Hand. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut, gut. Während er in unsere Verteidigungsanlagen reinrennt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, mein Lord. Quick Save. Bevor wir irgendwas anfassen, was drastisch nach hinten losgeht. In Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Guten Tag. Wie es aussieht, seid ihr der Brückenwärter hier. Das stimmt. Könnt ihr die Brücke für uns jetzt herunterlassen? Ja, das könnte ich. Aber der Ritter Baldur hat es mir bei Strafe verboten.
Für mich wäre es sehr gefährlich, wenn ich euch die Brücke herunterlasche. Und da gibt es keine Möglichkeit. Nun, bei einer nennenswerten Gefahrenschulage steht es eine Möglichkeit. Aber bedenkt, ich kann die Brücke nur für kurze Zeit herunterlassen. Wollt ihr zurück, müsst ihr einen anderen Weg finden. Wie hoch wäre denn eure Gefahrenzulage? Ich kann mir vorstellen, dass 300 Taler angemessen sind. Damit es nicht bemerkt wird, kann ich die Brücke nicht lange unten lassen. Ihr habt also nur kurze Zeit die Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Gut, ich werde mir überlegen, was ich mache. Bei Gelegenheit wiederkommen. Wollt ihr die Brücke passieren, müsst ihr nur den Tribut bezahlen. Dann schließe ich die Brücke sofort. Ich werde bezahlen, wenn ich rüber möchte. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, Milord. Der Brückenwirt ist bereit, euch für 300 Taler die Brücke für kurze Zeit herunterzulassen. Sie schließt nach 1,5 Minuten wieder und kann von der anderen Seite nicht geöffnet werden. Es gibt keinen Rückweg über diese Brücke. Bereitet euren Übergang also gut vor. Obwohl ihr erst in ein freundliches Gebiet kommt, werdet ihr den Rückweg erkämpfen müssen. Vergesst auf keinen Fall Pilgrim mitzunehmen. Oh. Ich sehe. Okay, aber danke für all die Informationen, die wir brauchen. Das heißt, wir könnten entweder Baldur direkt angehen, oder wir gehen erstmal in das friedliche Gebiet, kämpfen uns zurück und greifen dann Baldur an, nachdem wir herausgefunden haben, wie wir durchkommen. Kann es sein, dass wir uns hier drüben dann zuerst einmal mit Ritter Clemens prügeln müssen, ehe es an Baldur geht? Ah, gute Frage. Wir wollen noch nicht durch Baldurs Tor durch. Entsprechend, In Ordnung. Ich weiß, ich bin lustig. So gut ich kann. Wie ihr wünscht. Lasst mich bitte meine Arbeit. Entsprechend bringen wir erstmal unsere Armee nicht in Baldurs Gebiet, sondern nach hier unten hin. Und dann Gruppe 9 kann hier entkommen, das ist auf den Stand zu halten. Gruppe 0 möchte ich auch mitnehmen. Das heißt, wir werden uns mit unserer ganzen Armee hier auf der anderen Seite durchbewegen. Pilgrim wird wichtig sein. Und der Rückweg wird über irgendwelche anderen Wege führen. Dann nutzen wir die Verzögerung und machen noch mehr Vorbereitungen. So. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja! Ja! Wir gehen halt in dieses sichere Gebiet, um herauszufinden, wo die Schwachstellen von Baldurs Festung liegen. Wir können die auch ohne brechen, bin ich mir ziemlich sicher, aber es wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr anstrengende Angelegenheit und wer möchte sich heutzutage noch anstrengen, nicht wahr? Na gut. Ja. Kein Problem. Ja! Betretet einfach nicht diesen Grenzposten und alles ist gut. Anderthalb Minuten sind eine nicht zu verachtende Zeit. Das reicht, um mit allem, was wir hier haben, rüberzukommen. Natürlich. Ohne Schwierigkeiten. Wir müssen auf Gruppe 0 aber wirklich gut aufpassen dann. Wir dürfen uns nicht sterben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wenn ihr das nicht lasst, lege ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Kamam! Überqueren wir das Wasser? Ich denke, wir tun das. Und wir speichern über den letzten Spürchen des ominösen Landes. Bezahlen, überqueren den Fluss. Die Brücke wird danach erst wieder passierbar, wenn Ritter Baldur besiegt ist. Oh. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, Milord. Ja, in Ordnung. Natürlich. Wie? Nein, 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 ihr nicht. Na gut. Den Kundschampitz. Warum bist du hier? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen.
So gut ich kann. So gut ich kann. Sehr wohl. Okay, das friedliche Gebiet ist hier hinten. Sehr wohl. Jawohl. Setz einen Turm hier um die Brücke. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Zahltag. Willst du mir sagen, dass du... Alter, natürlich ist es der Erste. Glaub's einfach gar nicht. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, einen Schießplatz aufzustellen? Um das auszugleichen. Wir können hier ein bisschen was freiholzen. So, neues Land. Hinter der Brücke betritt ihr ein unbekanntes Gebiet. Der Rückweg ist vorläufig nicht möglich. Erkundet die Gegend und sucht nach Informanten, die euch weiterhelfen könnten. Hier ist es sicher, es gibt hier keine Banditen. So gut ich kann. Ja, ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Pass auf, jetzt haben wir unsere ganze Armee rübergebracht. Ich dachte, wir müssen... Oh, passt auf, jetzt können wir von dieser Seite aus nichts tun. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Jetzt haben wir unsere ganze Armee rübergebracht und die ist dann nutzlos. Wie ihr befehlt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich meine, von hier aus sieht es aus, als wenn wir einen Weg finden würden an Baldurs Festung. Nee. Weil, hier sieht es vielleicht nach Brücken aus. Aber der Höhenunterschied ist irgendwie komisch. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Ausbau vollbracht. So gut ich kann. Gut. Ich wusste nicht, dass wir den Rückweg durch Baldur unbedingt durchkämpfen müssen. Ja, gut. Das war nicht, was ich gedacht hatte. Ich dachte, wir müssten uns irgendwie einen anderen Rückweg kämpfen, um dann mit Baldur uns anlegen zu können. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Na, es ist schön hier. Zahltag. Jawohl. Natürlich. Mit Vergnügen. Ja. Und das Land hier soll ja sicher sein. Mit Vergnügen. Ja. Seht her. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ja. Also erkunden wir dieses ach so sichere Land. Seht her. Seht her. Da ist der Felsen, mit dem wir mit Pilgrim freispringen müssen. Ja, ja, gerne. Ja, jawohl. Für euch doch immer. Und mit Leibis Frau holzen müssen. Ich zeige euch den Weg. Gibt es jetzt die Brücke? Nein. Seht her. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Von hier aus kommen wir auf jeden Fall an die Sachen da dran, aber unsere ganze Armee mitzubringen war wahrscheinlich ein Fehler. Eine Höhle? Das, wo sich der Typ versteckt hat? Seht her. Ja, mit Vergnügen. Natürlich. Ja. Jawohl. Gerne. Gerne. Hallo. Seht her. Seht her. Eine Schlossruine hier oben. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Mit Vergnügen. Aber gerne. Also ja, es könnte sein, dass ich overcommitted habe. Ich hab mir von der falschen Prämisse ausgegangen. Das heißt, eventuell stecken wir mit unserer Armee hier einfach fest und können nichts mehr tun. Mit Vergnügen. Aber außer wir entlassen die ganze Armee und das möchte ich wirklich nicht tun müssen. Gerne. Mit Vergnügen. Ja, für euch doch immer. Aber sicher doch. Gerne. Für euch doch immer. Jawohl, jawohl. Heißt das, wir müssen theoretisch Baldur ohne unsere Helden besiegen. Oder ohne Pilgrim zumindest. Mit Vergnügen. Das ist gewissermaßen die Idee, die dahinter steckt. Wobei, wir brauchen Pilgrim, um hier die Felsen freizusprengen, oder? In Ordnung, so gut ich kann. Ja, sehr wohl. Sehr wohl, ja, mein Lord. Ja, wie ihr wollt, so gut ich kann. Zahltag. Ja. Für euch doch immer. Seht her. Ja, den hier haben wir schon benutzt, um bis zu erkunden. Falscher Kunschi. Aber sicher doch. Jawohl. Jawohl.
Also diesen Felsen habe ich gedacht, dass wir den eigentlich dann freispringen müssten oder erlernen würden. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Ja, ja. So, rennen wir mal da hoch. Wir wissen, hier unten gibt es diesen Erfinder oder diesen Gehilfen. Ich möchte ungern eine ganz komplett neue Armee ausheben müssen. Hier haben wir richtig schöne Erfahrungssterne. Im Zweifel würde ich tatsächlich lieber neu laden. Es ist Zahltag. So gut ich kann. Ihr habt eine Schatz. Darin ist eine Menge Schwefel. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir hatten, aber es war definitiv eine Menge. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Dafür kommen wir noch nicht hoch. Ja, wie ihr wollt. Ja. Ja, in Ordnung. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Der Weg ist hier entlang. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Der Weg ist hier entlang, aber hier können wir nicht dran vorbei. Bekenntnis genommen. Ja. Sehr wohl. Im Zweifel lade ich lieber neu. Ich habe unsere Armee auf unserer Flussseite. Ja. Wir finden es jetzt gleich heraus, wenn wir mit den Kollegen reden. Vielleicht können wir auch an das Dorfzentrum da hinten ran, was natürlich sehr viel wert wäre. Der kann vielleicht die Brücke darüber bauen. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. In Ordnung. Ihr lebt ja hier sehr abgelegen. Ich habe nicht erwartet, hier noch Siedler anzutreffen. Abgelegen, aber sicher. Wir sind Ziegebrenner und Maurer. Früher haben wir die Siedlung am unteren Ufer gearbeitet. Ich habe dort schon Ruinen gesehen. Was ist passiert? Die Bewohner haben sich geweigert, immer höhere Schutzzölle an Ritter Clemen zu zahlen. Da hat er seine Leute geschickt und alle als niedergebrannt haben. Wer ist der Ritter Clemens? Er hat seine Burg weiter westlich in den Bergen. Ein ganz übler Kerl. Gibt es einen Weg zum abgebrannten Dorf? Nein, es gab früher nur einen Steg über das Wasser. Den haben wir aber zu unserem Schutz abgerissen. Einen anderen Weg kennen wir nicht. Könnt ihr nicht einen neuen Steg bauen? Nein! Der Zimmermann, der Stege bauen konnte, wohnte drüben im Dorf. Ob der noch lebt, wissen wir nicht. Schade. Ich würde mich gerne da drüben mal umsehen. Na, vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Ein neuer Auftrag. Winter? Wollt ihr weiter Richtung Westen kommen, so müsst ihr einen Weg um den Fluss finden. Es ist möglich, dass es noch weitere Bewohner in der Gegend gibt. Denkt daran, nach dem Verwalter zu suchen. Okay. Um daran zu kommen, brauchen wir einen Weg rüber. Der Verwalter ist wahrscheinlich oben in der Höhle. Sehr versteckt. Mach das hier weg. Eventuell finden wir von hier aus irgendwie einen Weg zurück nach Hause. Sehr wohl. Zahltag. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Gut. Ja. Guten Tag. Ihr habt euch hier gut versteckt. Das ist leider notwendig. Ich war Verwalter auf der Burg vom Ritter Baldur. Nachdem ich seine Morde und Raubzüge kritisiert habe, hat er auf mich Kopfjäger angesetzt. Würdet ihr mir helfen, diesem Raub und Morden ein Ende zu bereiten? Sicher, wenn ich es kann. Mir wurde gesagt, die Festung sei sehr schwer einzunehmen. Ihr habt Kenntnis über eventuelle Schlachtstellen in der Verteidigung? Im Vorfeld der Festung gibt es einige Patrouillen, die das Gebiet kontrollieren. Die Festungstruppen werden erst aktiv, wenn es in der Burg zu nahe kommt. Das ist gut zu wissen. Im Vorfeld gibt es einen alten Weg, der sich einen Felsblock versperrt. Außerdem wird durch einen Kanonenturm bewacht. Das ist schon mein erster guter Hinweis. Habt ihr dort die Sperre beseitigt, ist es trotzdem nicht einfach, die Festung zu erobern. Aber ihr könnt an der Ostwand der Festung auf Schuss weiter an einige Gebäude rankommen und den Gegner schwächen. Aber Vorsicht, wagt ihr zu viel, wird euch der Feind entdecken. Und wo finden wir diesen alten Weg? Das kann ich euch leider nicht zeigen, das ist zu gefährlich für mich. Aber der Felsblock nahe einem Turm ist auffällig groß. Der Felsen wird sicher nicht einfach zu finden sein. Am besten Dank für euren Hinweis. Bevor ihr angreift, überprüft, ob eure Truppen stark genug sind. Wenn ihr euch von der Festung fernhaltet,
Könnt das Gelände erkunden und den Angriff vorbereiten. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr werdet angegriffen. Für euch doch immer. Gerne. Seht her. Ja, natürlich. Was für eine Reichweite hat der Turm? Ich zeige euch den Weg. Es gibt einen Weg zur Festung von Baldur, der durch die Felsen versperrt ist. Der Zugang wird durch einen Kanonenturm geschützt. Gelingt es, die Sperre zu beseitigen, kommt man auf Schuss weiter an die ersten Gebäude an der Ostseite der Festung heran. Ein Angriff ist dann möglich, aber nicht einfach, aber geht vorsichtig vor. Es ist Zahltag. Betrachtet die Sache als erledigt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich. Na gut. Wir werden in nächster Aufnahme herausfinden, ob ich overcommitted habe. Ich speichere an dieser Stelle, nicht per Überschreibung, sondern per eigenem Spielstand. Und dann schauen wir, ob wir in der nächsten Aufnahme sowas machen können oder ob ich neu laden muss auf den Spielstand, bevor wir den Fluss überquert haben und unsere Truppen hier eingesperrt haben. Vielleicht nehmen wir einfach nur einen Teil unserer Armee mit. Mal sehen. Verlassen wir. Gehen einmal über die Entwicklung hier. Wir haben 79 Gebäude zerstört, keines verloren. 1026 Leute erledigt. Das waren doch ganz schön viele, die uns in den Kopf geschmissen haben. Und 167 verloren. Ah, soweit, so gut. Hier sind die Zwischenpunkte, hier ist der Status unserer Armee. Nicht mehr so groß wie früher, weil wir nicht überziehen dürfen. Nun gut, liebe Gemeinde, in der nächsten Aufnahme beginnen wir mit der Belagerung der Festung von Baldur und ziehen in Richtung Ritter Clemens, um das Land zu zähmen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Cheerio!